Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome Total War mit den Armeniern. Ja, wir kommen unserem Ziel Stück für Stück immer und immer näher. Wir sind schon ziemlich nah vor Rom. Wir haben schon bis zur italienischen Halbinsel uns fast vorgekämpft. Griechenland gehört jetzt uns komplett und das Mittelmeer gehört eigentlich schon fast zur Hälfte uns. Also haben die Römer üble Probleme. Gleichzeitig überlege ich jetzt, ob ich einen Diplomaten übersetze nach Tarentum, um mir hier mit den Briten da was zu verhandeln. Zum Beispiel Handelsrechte. Und ich würde mich eigentlich auch mal gerne interessieren, wie die sich ausgedehnt haben, damit ich Julia hier einschätzen kann. Okay. An der Stelle, einige Sachen haben wir in der letzten Runde noch nicht beendet. Und zwar die Bewegung unserer Armeen hier unten. So, jetzt nicht mal unmittelbar davor. Dich hierhin. Und dich hierhin. Und dann kommt schon die nächste römische Armee. Okay, sehr viele Upgrades. Und die haben wir schon mal gesehen, die Armee. Placus Gracchus ist hier drüben auch noch. Müssen wir auch noch austreiben. Und oh, da kommen viele römische Armeen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Armeen, die wir plätten müssen. Mit möglichst wenig Verlust. Aber ich glaube, Kyrene ist jetzt ein Ziel, was ich angreifen kann. Um vorzurücken. Ich fällt gerade ein, ich habe hier noch viele Einheiten liegen lassen. Die habe ich ganz vergessen. Die muss ich noch mitnehmen. Zufriedenheit ist noch hoch, super. Rekrutieren wir bei der Gelegenheit gleich lauter Kataphrakt-Bogenschützen. 4 Stück erstmal hier hinten Kataphrakte, damit wir da mehr von einer Verstärkung haben. Auch hier noch, dass wir wirklich überall Kataphrakte bekommen, möglichst schnell zur Unterstützung, denn es ist momentan die beste Einheit gegen die Römer. Und mit der müssen wir auch viel arbeiten. Ist auch allgemein eine der besten Kavallerieeinheiten. So. Die schicken wir wieder rein nach Sardis. Und jetzt werden wir hier mal ganz viele Bauern bauen, damit wir hier auch das Problem nicht mehr haben. Fällt gerade ein Anführer, kann das auch mal machen. Diesmal aber für sich selbst, denn du brauchst keinen mehr. Wirklich gar nicht eigentlich. Gut. Ich setze mal hier rüber. Und die Flotte ziehe ich hier ein bisschen zurück, um echt zu sein. Weil jetzt gerade gegen die Römer habe ich hier keine Chance. Flottentechnisch. Wir werden mal fortbilden und gleich eine neue eine dranhängen, ein paar. Gut. So, wir können hier mal die Rebellenflotten zerstören. Die Überreste der Brutti halt. Die noch vernichten müssen. Überwiegend nur schwache Flotten. So. Schicken mal weiter unten und du kannst dann hier rüber. Gut, von den Römern haben wir jetzt einen großen Überblick und Kyrene ist eigentlich auch ein leichtes Ziel. Gut, mit 4 Armeen gegen 7, das wird lustig. So, holen wir mal alle Söldner hier. Dann können wir die weiterverwenden. Schenken wir dir mal. Du gehst hier rein. Da machen wir erstmal hier Hauptmann Publius fertig. Bevor wir Gracchus und Titus fertig machen. Dann noch Augustus und Luca. Fonteius. Und Volesus. Oder Volesus. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Bin leider nicht so der Lateiner. Gut, dann können wir an der Stelle schon wieder die Runde beenden. Finanziell sieht es auch gut aus für uns. Zufriedenstellend. Ach stimmt, die Flotte habe ich ja noch rübergezogen. Gut so. Habe ich erstmal einen Lückenfüller. So, die Runde ist schon vorbei. Es geht jetzt immer verdammt schnell. Na, na, na. Ihr braucht doch nicht rummeckern. So, setzen wir euch mal hier rein. Reparatur. Nein, Rekrutierung. Ich habe keine Bauern rekrutiert, fällt mir gerade auf. So, schnell die wieder fortbilden. Dann hauen wir hier noch ein paar Einheiten rein. Zufriedenheit ist wieder da. Eine Einheit passt noch. Nehmen wir die Bauern hier rein. So. Zerstören wir mal hier sämtliche julianische Flotten.
Die sind mir bedrohlich stark im Schwarzen Meer. Okay. Die Erfindung des Zements, ui. Admiral Lucius. So, Krieg erklärt. Das Haus der Skipionen gegen Britannien. Die Bauern habe ich rekrutiert. Überall. Ereignisse einer Seite. Stärkste Seite, das Haus der Skipionen. Erfindung des Zements. So, wer sich durchlesen möchte, einfach hier Pause drücken und durchlesen. So, Rundenbericht. Sieht gut aus. Aufstand. Von dem haben wir schon mitbekommen. Gut. Oh oh. Schön umzingelt. Sogar noch den Flottenkampf gewonnen. So, Spion und Diplomat können jetzt hier rüber. So. Da sind keine Agenten mit dabei. Okay. Ich wollte mit den Briten noch verhandeln. Tarentum ist jetzt ein sehr leichtes Ziel sogar. Sogar in Erwägung zu ziehen, jetzt schon anzugreifen. Denn die Armee an sich ist ja stark genug. Nee, du packst es nicht mehr mit der Flotte. Das war meine nächste Runde. Greife ich mit Tarentum an. Schnapp ich mit Tarentum. Habe ich schon ein bisschen Fuß auf Italien gesetzt. Ey, auch nicht schlecht. Geht aber verdammt schnell alles hier. So, klarer Sieg. So. Mach dich nochmal schnell fertig hier. Dann setzen wir dich nach hier oben rein. Dich nach hier. Dich nach hier. Und dich nach hier. Also da haben sie schon Probleme, die Römer. Nehme ich an. Oh. Die ersten Armeen haben sich schon zurückgezogen. Gut, gegen die Skipionen führen wir auch gleich eine schöne Schlacht. Machen wir jetzt, oder? Gucken wir mal, wie sieht es denn aus, wenn ich gegen die Parther eine Schlacht führen würde. 3:2 Verhältnisse, lassen wir einfach die Ausführungen und holen dann unsere Einheiten, wenn sie kommen. Reicht, ich habe zweimal Kataphrakte mit dabei, das sind unsere Gens. Und viel leichte Kavallerie. Seine Einheiten gerne zerschießen würde. Und dann gehört uns auch noch das Alani-Lager. Ja, das wäre so gigantisch. So. Zipotes steht bereit. Du packst es? Gut. Okay. Gut, dich stellen wir hier hin. Dich hier hin. Und dich hier. Dann greifen wir an. Dich stellen wir hier hin. Warte, das lassen wir noch kurz weg. Das passt mir nicht so ganz, wie stelle ich mal dahinter. Wenn er mich angreift, dann kommen ganze 4 Armeen dazu. Deswegen warte ich hier lieber und beenden wir mal erstmal die Runde. Finanziell sieht es danach für uns aus. 21.000 ist okay. Beenden wir mal die Runde. Ach stimmt, die Verstärkungsarmee habe ich ganz vergessen. War eine 5. Armee. Boah. Also der Kampf gegen die Römer wird auch noch ziemlich heftig. Ah, diese Schweine. Die haben sich meine Stadt dort gekauft. Gefällt mir gar nicht. Sie war bestochen. Rekrutieren wir mal schnell einen Diplomaten hier. Den wir rüberschicken werden. Oh, das wird eine heftige Schlacht, glaubt mir. Egal wer jetzt angreift. Oh, ich muss aber auch sogar diese Runde angreifen, sonst kommt mal ein 4. dazu. Das wird ganz schön lustig. Die Armee kann leider nicht mehr dazukommen. Wenn ich angreife. Kommen die dazu. Ich habe noch da Platz und da. Okay.
Hochzeitsfeierlichkeiten. Diplomatische Informationen. Beziehungsbericht. Meine Augen sind eure. So. Niemand wird mich sehen. Ja, mächtiger Herr. Da sind die Briten. Okay, Karteninformation gegen Karteninformation ist das erste. Niemand wird mich sehen. Ja, machen wir so. Euer Gehorsam. Oh, die haben ein riesiges Reich. Von Spanien bis nach Russland. Okay, die sind nicht klein. Darf ich auch nicht unterschätzen. Ich spiele dir nochmal ein Bündnis an. Schade, Bündnis wäre jetzt eigentlich ziemlich praktisch. Sie sind belagert, Byzantium. So, ich habe viele Einheiten, aber ich habe keine guten. Deswegen ist die Chance etwa gleich hoch. Aber die kommen schon, die kosten doch nicht so viel, oder? 30.000 wollt ihr haben, ihr seid doch bekloppt. Für so eine beschissene Einheiten. So viel Geld braucht ihr doch gar nicht zum Leben. Ja, wusste ich es doch, deswegen habe ich hier noch ein Familienmitglied mit, extra mitgenommen. Weil ich damit gerechnet habe, dass der hier abkratzt. Super, du hast es geschafft. Oh, das ist ein guter Gen, das ist auch Anführer. Gegen den muss ich vorsichtig sein. Gut, weiteres Merkmal erlangt. So, hauen wir mal die Kavallerie hier raus. So, die anderen Einheiten auch noch alle. Ich glaube, ich kann doch eigentlich alle hier wegnehmen kurz. Alle rekrutieren. Und dann wieder dazu hauen. So. Okay, die haben sich jetzt hier Siva gekrallt. Mal eben schnell gekauft. Das machen wir gleich mit denen. Ah, die können ja Legionärskorten drin, rekrutieren. Ah, so ein Scheiß. Gut, stellen wir dich hin. Dahinter ist ja auch noch überall Platz. Ich könnte theoretisch sehen und zingeln. So, 1 zu 2 Verhältnis. Mit so riskant ein bisschen. Bisschen zu risky. Wir umzingeln hier mal schön. Scheiße, das wollte ich eigentlich so gar nicht machen. Ich wollte eigentlich hier rüber schicken und dann, naja, blöd. Gut, so geht's auch noch. Der ist auch noch relativ gut umzingelt. Nur die Armee wird sich auch ein bisschen gesandwiched. Das finde ich nicht so gut. Deswegen muss ich jetzt schnell machen, die Armee zu besiegen. Schade, die kommt leider nicht mehr dazu. Ich hätte sie noch gern dabei gehabt. Also, macht euch mal wieder gefasst auf eine epische Schlacht gegen die Römer. In einem riesigen Ausmaß. Womit wir auch hoffentlich die militärische Überhand wieder bekommen. Vorher muss ich auch wieder speichern, nicht dass er wieder dann hier so rumbackt. Und ich meine Einheiten wieder selber steuern muss. Gut. Okay, jetzt hier noch runter. Das wird eine Schlacht vom gigantischen Ausmaß. Also so viel haben noch nie wirklich mitgemacht. Also doch, hatten wir schon mal gehabt. Entschuldigung, ich hatte gerade ein bisschen Durst gehabt. Aber ich will noch vor der Schlacht gönnen. Gut, wir machen jetzt die Skipion fertig. Also Verstärkung kommt hinter uns. Die da, von da und von da. Also müssen wir geschickt hantieren. Und möglichst schnell den Feind besiegen. So. Kopieren. Der Feind hat seine Feigheit bewiesen. So, schieß wieder auf, bitte. Geholt, als ob die Zahl allein entscheiden könnte. Meine kommen rein, seine warten noch ein bisschen. Nein, doch nicht. Jetzt sind sie alle da. So, stellen wir dich mal hier hin. So, hierüber mit euch. Okay, jetzt brauchen wir euch. Da müssen wir schneller gehen, bevor die Verstärkung da hinten kommt. Auch von da.
So, Charge der Hilfstruppen, wir haben keine Chance. So. So, die Sandwich wird hier alles schön. So, hier nochmal schön rein. Ja, die fliegen gleich alle. Jetzt nochmal hier schön rein. Ihr hört jetzt auf zu feuern. So, die macht dann bitte fertig hier. Abgesehen von die, du chargest hier rein. Um die Moral zu schädigen. Super. Oh, dass die hier immer noch stehen, ey. Kotzt mich an, dass sie so lange durchhalten. So, schnell den Gen schnappen. Oder jetzt komm hier schnell rein. Bietet sich gerade an. So, hier schnell drauf. Oh, hier tritt unsere Verstärkungsarmee gegen die andere Armee an. Die wird auch keine Chance haben. So, schnell hier durchziehen. Alles schön gesandwiched. Jetzt müsst ihr die nur noch killen. Super, der erste Trupp flieht. Zweiter sehe ich auch gleich. Ja, gleich hinterher. Super. Meine Verstärkung ist da. Perfekt. Dieser General ist der perfekte Feind. Er bleibt nicht standhaft, sondern noch davon. Lohnt es sich. Lass mir ihn fliehen. Das wird's auch egal. Da drüben kommen noch mehr. So, jetzt haut mir endlich diese bekloppten Römer hier weg. Super, habt ihr fein gemacht. So, euch wieder hier hinstellen. Euch hier rüber. Wie sieht's hier aus? Oh, die werden verlieren. Ich habe die Verstärkung im Nacken, das ist gut so. Wo ist denn die Kavallerie hin? Die müsste hier hinten sein, oder? Ja, da kommt die gerade. Kavallerieunterstützung. So, schaltet mal bitte die Bogenschütze für mich aus. So. Schieß mal wieder auf den Gen. Die feigen Feinde fliehen. Jagt sie vom Schlachtfeld. Der Heerführer. Ach, das ist nur der Verbündete. War eine große Enttäuschung, denn er ließ sich töten. So, ah. Jetzt schnappt uns den Gen hier, bevor er noch da bleibt. Er muss schnell weg. Ah, jetzt haut er ab. Nein. Schnell zurück. So. Was machst denn du da? Du sollst da raus. Du müsst schon das tun, was ich euch sage. Ah, schnell hier weg. Jetzt schnappt uns schnell den Gen. Komplett gesandwiched, der sollte gleich abkratzen. Oh, Verstärkung kommt, super. Jetzt flieht er. Komm, tötet ihn schnell. Ja, super. Bei den Göttern, was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben, statt so, mach die fertig. In eine würdige Niederlage zu führen. Bitte schön auf die Legionärskohorten raufhauen. Jetzt hier noch schnell rauf. Super. Viele Armeen besiegt. Viele Kavalleristen verloren. Das ist sehr ärgerlich. Aber das ist auch eine riesige Schlacht. Da einen geht es auch noch kunterbunt zur Sache. Die ganze Armee ist tot, definitiv. So, die sind auch weg. Aha, ein Trupp Kataphrakte haben wir schon verloren. Ärgerlich.
Gut, aber zwei römische Armeen sind vernichtet. Jetzt schnell die leichten Hilfstruppen schnappen hier. So, schnell hier rüber rennen. Den Kataphraktbogenschützen von mir. Feigen Feinde fliehen. Jagt sie vom Schlachtfeld. Oh, oh, das wird lustig jetzt. So, die rennen hier. Wir leben. Ist gut so. Aber ich muss mich definitiv danach zurückziehen, Asiva. Die ziehen sich auch zurück. Können wir gleich chargen. Super, schöner Chargen Rücken rein. Weg sind sie. So, die sind auch weg. Drüben fliehen noch die letzten Einheiten. Knappes Ding. Jagt ihn vom Schlachtbären. Mehr können wir nicht wirklich töten. Liegt vor euch. Der Feind kann nicht mehr anders als rennen. Jetzt müssen wir uns definitiv zurückziehen. Sonst kriegen uns noch die Römer. Machen uns komplett fertig. So, wie viel ist vom General noch bei der Generalsarmee noch drin geblieben? Zwei Kataphrakte habe ich verloren. Ärgerlich. Nein, das brauche ich nicht zu machen. Und euch schicke ich hier vorne an. Gut, die Sieber müssen wir uns zurückkaufen. Kriegsheld Tridat von Phasis. Bist der Anführer noch immer, genau. Gut, wollte schon sagen. Boah, noch vier Mann hast du übrig. Du bist auch gigantisch stark geworden jetzt. Das ist wirklich schon heftig. Okay. Gut, was machen wir jetzt als nächstes? Wir hatten vorgehabt, hier überzusetzen, um uns Tarentum zu holen. Die Armee haben wir, das Geld haben wir, die Zeit haben wir. Wir haben alles, um das zu tun, also machen wir das jetzt auch. Ich glaube, Kota wäre sofort zu erreichen. Gehen wir mal hier hin. Ach, nächste Runde kommen wir erst an, gut. So, niedriger Steuersatz, Fortbildung kann ich noch machen. Okay, dann schnappen wir uns gleich Tarentum und haben zum ersten Mal Fuß auf Rom gefasst. Also auf der italienischen Halbinsel. Da haben wir schon eine kräftige Armee hin stationiert. Gleichermaßen bereite ich hier auch langsam die Einheit zum Abreisen vor. So, rekrutieren wir hier mal Bauern bis zum Abstinken. Jetzt brauchen wir keine heftige Garnison mehr. So. Ja, die Römer könnten noch die Armee kriegen. Hauptmann Sauduri, aber den schicke ich einfach zurück. Den schicke ich dann einfach zurück. Der Kataphrakt ist doch alles okay, das hat er gut gemacht. Gut, dann beenden wir jetzt mal die Runde. Oh, Salona ist auch sehr leer. Ach stimmt, die wollte ich auch noch angreifen. Ey, macht's mir noch ganz schön schwer. Wird aber alle drei zerstört. Wie ich es vermutet hatte. Aber ich werde es jetzt einfach zurückziehen. Was ist das? Warum sind die abgekratzt? Okay. Das kenne ich noch gar nicht. Oh, es gibt eine Feldschlacht gegen die Parther. Finde ich gut. Da kann ich den Anführer töten und noch ein weiteres Familienmitglied.
Wenn man dann verliert, dann ist die Armee hier komplett weg und ich habe die Stadt. Super. Okay, dann machen wir jetzt mal die Schlacht gegen die Parther und danach beenden wir den Part schon wieder. Denn unser Time-Level wird zwar noch ein bisschen gesprengt, aber das ist okay. Ist vollkommen okay. Ihr wollt ja sicherlich mehr sehen. Bekommt ihr dann. Gut, aber an der Stelle mache ich ganz kurz einen kleinen Break und gleich wieder da. Wird es vor Sonnenuntergang viele neue Seelen geben. Gebt Acht, dass es nicht die euren sind. Schickt stattdessen die der Feinde. Angst zu haben ist keine Schande. Doch lasst euch niemals von eurer Angst beherrschen. Und nun freut euch, edle Mannen, und blast das Horn zum Marsch! So, da bin ich wieder. Dann legen wir jetzt mal los. Ansprache ist vorbei. Los geht's. Ja, Kavallerie haben wir in Massen. So, die haben wir hier auch noch. So. So, die müssen jetzt hintereinander positionieren, damit die sich nicht gegenseitig blockieren beim Schießen. So, euch brauche ich gar nicht. Eure Verstärkungen sind hier, aber genügen sie, um den Sieg zu sichern? So. Jetzt werden wir die nicht schön zerschießen. Ich habe so viele berittene Bogenschützen. So, greift die mal. Ja, ihr seid wieder total schlau. Du kannst jetzt mitkämpfen. Weil du so schlau warst. Jetzt auch noch alle. Schön umzingeln, das ist nie gut. Für die Einheit. Oh, verstört wegen der Feindeszahl, man sieht's schon. Komplett umzingelt, ey. Ist nur bereit und kämpft gar nicht. Oh, jetzt schlagen sie zu. Auch nicht ohne. Aber trotzdem ist schon die Hälfte tot. Super, der General ist tot. Der König wurde erschlagen. Die Nachricht wird sich wie ein Lauffeuer beim Feind verbreiten und Verzweiflung hervorrufen. Genau, so sieht's aus. Euch stellen wir hier hin. Euch brauche ich eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Schicken wir euch mal rüber zur Verstärkung von mir. Rennt mal alle, bitteschön. So eine große Schlacht gegen die Parther hatten wir schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, das sieht eigentlich für uns sehr gut aus. Der Gen hat hier gegen die Masse an Kavallerie einfach keine Chance. Die ganze Kavallerie kann ja hier losfeuern. Zack, da sterben schon wieder ein paar. So, schießt sie mal mich schön nieder hier. Ah, da ist der Gen, super, macht den fertig. Was, der Sieg scheint sicher. Schnell hier rüber. Raus mit dir. Ich hätte die einfach so zerfetzt. Ey, what the fuck? Ach, dieser scheiß Blinkler-Modus. Manchmal funktioniert er recht gut, manchmal gar nicht. Das war so eine schöne Sache mit dem. Na, wir locken ihn mal hier zu mir. Wer jetzt den Gen killen. Nein, noch schnell weg hier. Ich habe nur 8 Mann. So, oh, schön Rücken rein. Es tut weh. Super. Jetzt habe ich eine Speere mit dabei. So, mach den mal hier bitte fertig. Mal kurz sammeln, aktivieren.
Also eigentlich müsste ich meine Speere locker im Vorteil sein. Mal so am Rande. Super, ihr habt das schön zerschossen, den Trupp. Jetzt zerschießt du bitte mal den Gen hier. Noch 7 Mann besteht. What the hell? Warum fliegt ihr jetzt? Egal, meine gute Infanterie kommt ja erst noch. So. Ja, super. Lasst euch wieder mal catchen. Ihr seid mal wieder die Schlausten und die Besten. Ey, der andere Jane haben wir dort geschlachtet, regelrecht. Aber gegen den hier verkackt er jetzt tierisch, oder wie? So, jetzt schießt er einfach nieder, so. Ihr umzingelt den schon. Was soll man noch machen? Sieg scheint sicher, super. Der General eurer Feinde flieht wie ein ängstliches super. Kind. Endlich. Greift an und zerschlagt den Mut seiner Anhänger. So, wir werden jetzt chargen müssen, damit wir das hier packen. So, du musst hier rüber, du auch. So, wir müssen jetzt wohl alle chargen, dass wir die hier weghauen. Super. Das wird lustig. Oh ja, Massenrush. Also Moral, Damage, bis zum geht nicht mehr. Du auch noch, bitte. Jetzt hier nochmal ein bisschen. Schön Rücken rein. Pass auch noch erstaunlich knapp, ey. Jetzt hier drüben nochmal, die Steinschleuderer. So. Die kriegen wir jetzt auch noch hier. So, die haben wir jetzt hier auch noch weg. So, und jetzt hier rüber rennen. Hauen wir die hier weg, die Steinschleuderer. Der Gen lebt ja noch erstaunlicherweise. Könnte ich mir sogar noch schnappen. Hau das mal. So, gehen wir schnell rüber. Euer General macht sich bei den Göttern. Euer närrischer General hat sich töten lassen. Wie werden eure Soldaten diese? Ja, super. So, tötet ihn mal bitte jetzt endlich hier. Ah, jetzt flieht von mir alles. Ach, so ein Schwachsinn. Ist ja mal richtig bekloppt hier. So, hier kommt mal bitte rüber. Ja, genau. Ey, es gibt's da nicht. So, mach die mal bitte fertig hier. Wie viel hab ich jetzt verloren? Wie viel er? Wenigstens habe ich weniger verloren. Schnell rüber hier. So, chargen wir die jetzt mal. Dann sollten die endlich weg sein. Ja, die hauen sogar ab, super. Hier mal einen schnellen Charge. So eine Schlachten mag ich echt gar nicht. Die hasse ich, um ehrlich zu sein, wie die Pest. Wenn es online so abläuft, dann macht es mir auch keinen Spaß mehr. Dann hau ich mal ab. Ich mag sowas gar nicht, weil man nur hinterher rennen muss. Weil der andere flieht. Ist einfach nur beschissen, wenn der Gegner sowas tut. Weil es unnötig ist. Hier ist ja die KI. Da kann man nichts machen. So, wehrt euch mal gegen die hier, bitte. Super, der ist weg.
Haut den mal bitte weg, genau. So, jetzt charge ich bitte mal den hier. Super. Da ist ja immer noch was, ey. Boah. So, hauen wir die mal jetzt hier weg. 11. 10. Ach, Schlacht beenden sofort. Der Sieg ist wahrhaft köstlich. Da war noch ein Zehntel übrig geblieben. Eigentlich müssten wir jetzt die Stadt haben, laut dem Symbol, was da ja war. Aber wir haben sie nicht, wie ich es mir gedacht habe. Gut. Mein Gebieter, bereitet euch auf die Schlacht vor. Ich mache jetzt nichts, ich lasse sie einfach aushungern. Gut, der Tod geht um. Rundenbericht, zufriedenstellend, eigenes einer Seite. Drei Leute verloren, Diplomaten, Familienmitglied und ein Spion. Hier ist unser Diplomat verreckt. Gut, wir kriegen jetzt diese Runde zwei Städte, wahrscheinlich sogar drei, denn wir haben ja hier einen Diplomaten jetzt, den wir noch hier rüber schicken wollen, um uns Siva zurückzukaufen. Planet Hinrichtungsstätte fertig, Tierungsbericht, das ist Information. Gut, an der Stelle werde ich mich wieder von euch verabschieden und sage ciao, bis zum nächsten Mal.